die Stantons ihr Sommerhaus nur in einer so gottverlassenen Gegend haben? Ich glaube nicht, dass sie das hier haben. Was meinst du denn damit? Das heißt, wir haben uns verfahren. Wir fahren also einfach weiter, bis uns ein Schwein oder eine Kuh vor Sau trennt, nicht wahr, Harlan? Binky. Wie um alles in der Welt kannst du mich nach West Virginia verschleppen, wenn ich im 40. Monat schwanger bin? Und darauf bin ich bestimmt nicht wild gewesen. Fang jetzt nicht das wieder an. Du warst damit einverstanden. Wieder mein besseres Wissen. Immerhin bekommst du dein eigenes Strandhaus, um dich darüber hinwegzutrösten. Die meisten Ehemänner müssen ihre Frauen nicht zum Zwecke der Fortpflanzung bestechen. Deswegen habe ich dich ja auch so lieb. Oh, haben diese Menschen nie was von asphaltierten Straßen gehört? Oh, Wahnsinn. Jetzt ist es was. Was ist denn? Ich nehme an, beim nächsten Halt wird das Kleine rauskommen. Meine Frau bekommt jeden Moment ein Baby. Wo ist das nächste Krankenhaus? Versuchen Sie es doch mal unten in Jean Lou. Wie weit ist es noch bis dahin? Oh. Ich würde sagen etwa 40, 45 Meilen. Ist der Wahnsinn? Sehen Sie nicht, dass wir es eilig haben? Ja, Liebling. Naja, da gibt's ja noch das Hollowmate Hospital. In Jupiter Hollow. Das sind etwa noch 3 Meilen, aber... Hollowmate! Dankeschön! Aber die lassen Sie da nicht sein. Ist mal wieder soweit. Wo soll ich denn das abstellen, Doc? Stellen Sie es lieber gleich hier ab, bevor Sie es aus Versehen mitnehmen. Melden Sie sich morgen wieder bei mir und bloß keine Sorgen machen. Ein köstlicher Apfelwein, Schwester Louis. Geben Sie das hier im Labor ab. Zeit für eine kleine Stärkung. Da vorne ist das Krankenhaus, Halle. Die Beine zusammenpressen. Hahn! Sag Ihnen, ich verlange ein Zimmer für mich alleine. Ist gut. Meine Frau bekommt gerade ein Baby. Ach, wie schön. Dann suchen Sie höchstwahrscheinlich das Dinu-Krankenhaus, nicht wahr? Das ist ein Krankenhaus. Oh ja, aber das ist nur für die Mitarbeiter von Hollowmate. Das ist die Firmenpolitik. Das hier ist ein Notfall. Da würde ich Ihnen liebend gern weiterhelfen, aber ich kann nichts für Sie tun ohne die Genehmigung von Mr. Stokes. Er ist ein richtiger Pedant. Mr. Stokes? Ihm gehört die Hollowmate-Fabrik. Er wohnt gleich gegenüber dem großen grauen Haus. Sag, das schmeckt mir nicht. So was Undankbares. In einer Minute bin ich wieder da. Hand, wo gehst du denn hin? Bequem, Iona? Mach dir keine Sorgen, es geht mir gut. Wie geht's denn, Iona? Guten Morgen, Jake. Mr. Stokes. Doktor, darf ich vorstellen, Mr. und Mrs. Shelton, die neuen Besitzer der Hollowmate Möbelfabrik. Schrubben Sie sich die Hände, Doc. Ihr neuer Boss bekommt ein Baby. Und sieh dir bloß diesen Laden an, die reizende Bruchbude. Hi, Doc. Raten Sie mal was. Ich hasse Nadeln. Ach, das ist nur ein kleiner Bums, da passiert doch nichts weiter. Ja, dasselbe hat mir mein Mann auch erzählt. Es ist ein Töchterchen. Gleich bei Ihnen, Iona. So, da wären wir ja schon. Eine hübsche Lampe, die Sie da haben. Die ist doch neu da, oder? Ja. Noch einmal kräftig pressen. Es ist ein Töchterchen. So, da wären wir ja schon. Da ist noch ein Töchterchen. Sie haben doch irgendwas drin vergessen. Schwester, kommen Sie doch da bitte noch mal schnell zu mir. So wären wir ja schon. Es ist noch ein Töchterchen. So wären wir ja schon. Tja, ich hoffe, Sie haben sich beide Zwillinge gewünscht, denn genau das haben Sie bekommen. Mädchen. Wundervoll. Verdammt. Also, das war das schmutzigste, widerlichste und primitivste Erlebnis, das du mir je zugemutet hast. Oh. Also, wenn es dir recht wäre, würde ich sie liebend gern nach meinen Großtanten nennen. Spuck schon aus, wie die heißen. Rose und Sadie. Gott.
Du wirst mit einem Diadem hinreißend aussehen. Ah, na schön. Von mir aus nennen wir sie Rose und Sadie. Wie viel Karat sollen die Diamanten haben? Hast du tapfer durchgestanden. Oh Gott. Also das ist wirklich die schönste von allen. Und hast du schon einen Namen für sie? Das ist doch nur eine Ente. Ach so, du meinst die. Wie wär's mit Rose und Sadie? Ja, hört sich hübsch an. Sadie und Rose. Morgen, die Wertminderungsaufstellung. Bis 5 auf meinem Schreibtisch. Stuart, Ihnen sollte klar sein, wenn ich demografische Untersuchungen verlange, erwarte ich etwas über alle Altersgruppen. Kinder zwischen 7 und 13 kaufen keine Aktien, Miss Shelton. Miss Shelton, die Berichte finden über... Sie das den passenden Aufzug fürs Büro? Sieht ja aus wie für die Vorstellungssitzung ist alles bereit. Das Ablaufdiagramm. Profitpyramide. Ich hoffe, Sie werden zufrieden sein. Wir haben die halbe... Was ist mit der Forschungsabteilung los? Die brauchen noch mehr Geld für Labor. Einige unserer Produkte rufen offensichtlich Gegenreaktionen. Besorgen Sie widerstandsfähigere Ratten. Wo ist meine Schwester? Sie ist noch nicht da. Sind wir wieder auf Diät? Nicht hier. Guten Morgen, Judy. Komm schon, Judy. Hallo. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran. Ich war im Park spazieren, da habe ich die Zeit vergessen. Und dann fand ich diesen süßen kleinen Kerl, der muss sich verirrt haben. Rose. Wahrscheinlich nenne ich ihn Duke. Wissen Sie, ich wollte schon immer einen Hund haben, der Duke heißt. Festhalten. Oh Gott, Duke. Was habe ich getan? Sie müssen nur die Knopf drücken. Bitte rufen Sie jemanden. Was hat das von Ihnen? Helfen Sie mir, rufen Sie mir Sicherheitsdienst. Duke! Sehen Sie, oh, Duke, ist alles in Ordnung? Es tut mir ja so leid, das habe ich nicht gewollt. Oh, natürlich, das habe ich verdient. Rose, wäre es nicht besser, wenn ich während der Sitzung auf ihn aufpasse? Oh, die Sitzung, oh, die hätte ich beinahe vergessen. Ich bin heute einfach nicht ich selbst. Sonst allerdings auch nicht. Du kommst zu spät. Die Sitzung fängt in 2 Minuten an. Ich weiß, Sadie, aber muss ich wirklich dahin? Ich sitze da und alle sehen mich an, als ob ich, verstehst du nicht, ich befinde mich ausgerechnet heute. Ich habe das Gefühl, ich ruhe nicht so in mir, wie es sein sollte. Ich stell dir vor, gestern Abend Dr. Jay und ich, wir hatten eine Verabredung zu einem Dinner bei Kerzenlicht. Natürlich haben wir zu viel Wein getrunken. Ich fing an, mich zu öffnen und er fing an, sich zu verschließen, wie er es meistens tut. Ich kam wieder mit dem Thema heiraten und dass ich Kinder haben möchte und vielleicht eine Ziege und ein paar Enten. Und ein kleiner Garten mit einem Gemüsebeet. Du weißt doch, ich bin ganz verrückt danach im Garten zu wechseln. Was ist passiert? Er hat sich von mir getrennt. Oh, meine Güte. Du bist ja vollkommen aus dem Häuschen. Du träumst davon, auf dem Land alt zu werden, während andere Frauen in deinem Alter hingehen und unterbrich mich gefälligst nicht. Daran denken, ihren Bauch schrappen zu lassen. Ich sage dir, du bist einfach nicht normal. Hör auf damit. Häng dich zusammen, sollen dich die Vorstandsmitglieder so sehen. Sie werden denken, dass du eine verheulte, hysterische Kuh kurz vor ihrer Periode bist. Ich habe ein Recht auf meine Gefühle, Sadie. Ich bin keine hysterische Kuh. Ich krieg vielleicht bald meine Tage und bin leicht überdreht. Na und? Es gibt jede Menge Mittel dagegen. Wir stellen ein paar davon her. Nun mach dich frisch. Ich könnte mich selbst treten dafür, dass ich mich so aufführe. Spritz dir ein bisschen Wasser ins Gesicht und nimm Haltung an. Dr. J. für Rose. Stellen Sie durch. Hör zu, Jay. Rose, bin ich froh, dass ich dich noch erreiche. Ich nicht. Tut mir leid. Häschen, es ist nicht so, als hätte ich nicht selbst schon an das Wort mit H gedacht. Das habe ich. Nein. Es ist nur... Du weißt, was es ist. Na ja, Täubchen, ich will ehrlich zu dir sein. Es ist eine gottverdammte Familie. Die Vorstellung, dass deine blutsaugende, geldgierige Schwester Sadie ein ständiger, fester Bestandteil meines Lebens sein soll. Da wird mir direkt übel und ich könnte... Na, dann nimm ein Abführmittel. Ich werde mich ganz einfach wieder kopfüber in die Arbeit stürzen. Wer war das? Ein obszöner Anrufer, der seine Blähung loswerden wollte. Du meine Güte, Duke mit seiner Pfote. Hör zu, es reicht mir jetzt langsam. Du bist die vorsitzende Vizepräsidentin und jeder Fensterputzer weiß mehr über diese Gesellschaft als du. Du bist so flatterig. Warum kannst du dich nicht mal konzentrieren? Das habe ich ja gerade vor. Diese Anwandlung von Häuslichkeit. Woher kommen die bloß? Das kann ich dir du musst den Verlückten das Halloween untersuchen lassen, so schnell wie möglich. Ich bestehe drauf. Er hat dich auch nicht von deiner Ehe abgehalten. Das war ein kindisches, aber kurzes Fiasko. Ja, dieses Fiasko möchte gar mal ein paar Worte mit dir wechseln. Ich habe ihm gesagt, dass es im Moment schlecht Hallo, Michael. Was hast du hier verloren? Ich gehe in eine Vorstandssitzung. Die dürfte dir wahrscheinlich wichtiger sein als dein Sohn. Hi, Mom. Ich bin's, Rambo. Heute ist dein Tag mit ihm und du wirst mir nicht 5 Minuten vor einer wichtigen Sitzung aufhalten wollen. Ich will ihn dir bestimmt nicht aufhalten. Ich will nur wissen, was das hier zu bedeuten hat. Jason sagt, du hast es ihm gegeben. So ist es. Würdest du mir auch sagen, warum? Er hat es sich verdient. Wie?
$100 für jede drei, $200 für jede zwei. Du bezahlst unser Kind dafür, dass es lernt? Wieso nicht? Nennen wir es einfach eine Prämie. Bei dir stimmt doch was nicht. Du sollst nur ein Kind erziehen. Keinen solchen Karrierehengst. Vielleicht gelingt mir ja beides in einem. Jetzt habe ich dich gefangen. Jetzt bist du dran. Na schön, ich nehme das Geld zurück, wenn du ihn hier rausschaffst. Hey, das ist mein Geld. Her damit. Jason. Er führt sich auf wie ein echter Schelten. Jason. Komm mit, Rose. Ich weiß ja nicht mal, was auf der Tagesordnung steht. Da gibt es eine kleine Gesellschaft, die wir schon seit ewigen Zeiten haben. Ich werde den Vorstand bitten, sie abzustoßen. Wie heißt die denn? Hollow Maid. Und jetzt ein tüchtiger Applaus für die Hollow Maid-Arbeiter und ihre Marschkapelle. Großartige Jungs, ihr habt wirklich schön gespielt, aber offen gestanden, die Melodie habe ich nicht erkannt. Also, um den vor uns liegenden Kampf zu bestehen, haben wir jemanden, der es jederzeit mit Moramax aufnehmen kann. Hollow Maids Fabrikvorarbeiterin, Miss Schneid und Mumm, Miss Ich mag keine Faxen, Rose Radcliffe. Komm hier auf mich. Freundlichen Worte, Bürgermeister. Wirklich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin so wütend wie ein Peitschenknall. Ich habe mich ein bisschen über diese Moramax-Leute informiert. Letztes Jahr haben sie 300 Weihnachtsmänner fristlos gefeuert und das ausgerechnet kurz vor Weihnachten. Und jetzt wollen sie Hollow Maid den Hahn abdrehen. Keiner kann sagen, was die sich in ihren Großstadtgehirnen ausgedacht haben. Vielleicht Luxuswohnungen, ein Skierholungsgebiet. Die könnten sogar auf die Idee kommen, hier ein Bergwerk aufzustellen. Wollen wir zulassen, dass sie sich wie ein Haufen Hühnerbussarde in Nadelschreiben an Zünden auf uns herabstürzen? Wollen wir in unseren letzten Knochen nagen und unsere Fabrik, unsere Jobs, unsere Art zu leben wegnehmen? Nein! Können wir denen unseren Giftzahn zeigen? Ja! Los, macht schon, geht hin und kauft die eingemachten Pfirsiche, das selbstgemachte Keramikgeschirr. Bürgermeister Finke hat sein schönes Kalb mit den zwei Köpfen extra von Jane Lou hierher gebracht. Oh, einmal ansehen, 25 Cent. Wir müssen ein bisschen Geld zusammenbringen, dann fahre ich nach Norden und veranstalte einen höllischen Aufstand und drehe ein paar New Yorker Fatzkes in den Arsch. Wow, helft ihr mir dabei? Aber wir haben noch eine besondere Überraschung. Die Matsch-Platsch-Boys begleiten meine süße Schwester Miss Sadie Radcliffe. Haut rein! Aus wäre es das Vernünftigste, im Augenblick jede Rücksichtnahme zu vergessen und Hollow Maid abzustoßen. Das ist eine altmodische Möbelfabrik. Da werden tatsächlich noch Veranda-Schaukelstühle hergestellt. Gut schön. Die Aussichten für eine Expansion sind praktisch nahe Null. Und der Käufer bietet uns einen überaus attraktiven Preis. Meine Herren, wenn wir Hollow Maid liquidieren, würde sich der Gewinn unserer Investitionen auf dem Gebiet des Möbelmarktes vervierfachen. Ja, aber gleich zu studieren gibt es keine andere Möglichkeit. Dürfte ich zu diesem Punkt etwas anmerken? Ich habe hier gesessen und mir alles angehört. Ich habe das Gefühl... Tief in meinem Innersten wünschte ich meine, solche Schicksale lassen sich nicht im Computer genau kalkulieren. Dazu müsste man... Oh, tut mir leid. Meine Herren, bedienen Sie sich mit unseren Leckereien. Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst nicht über Dinge reden, von denen du keine Ahnung hast? Hast du bloß diese Mitleidsnummer? Was soll ich denn bloß machen? Ich fand die Umstände, wie Daddy die Fabrik gekauft hat... Wenn Daddy noch leben würde, würde er mir als erster zustimmen. Nur weil er einmal süß war, würde ihn das nicht davon abhalten, einen Riesenprofit aus irgendeiner Zahnstochermühle in so einem Kuhnest in West Virginia zu schlagen. Oh. Schieb schon diesen gottverdammten Kuchen rein und versuch Haltung zu zeigen. Ich versuch's. Miss Shelton? Ja? Wir sind dafür, wollen aber nicht, dass das groß in die Öffentlichkeit gezerrt wird. Die Leute verlieren ihre Jobs und all das. Wenn man das isoliert betrachtet, könnte das vielleicht recht herzlos aussehen, wenn wir die Fabrik schließen. Die aggressive Übernahme der Weihnachtsmannhäuser war überaus schädlich für unser Prestige. Aber meine Herren, das ist doch schon längst Schnee von gestern. Ich jedenfalls hab's längst vergessen. 300 wutschnaubende Weihnachtsmänner, die unsere Konzernzentrale besetzen, bleiben recht lebhaft in Erinnerung. Ja, das ist allerdings richtig. Hören Sie, meine Herren und Rose, Sie haben eine hundertprozentige Zusicherung, dass der Käufer, Mr. Fabio Alberici, diese Fabrik in völliger Übereinstimmung mit dem jetzigen Management weiterführt. Und allein aus diesem Grund bitte ich Sie ernsthaft, sich zu einem positiven Votum durchzuringen, damit der Verkauf von Hollow Maid auf der nächsten Aktionärsversammlung beschlossen wird. Also um die Arbeiter von Jupiter Hollow wird sich weiterhin gekümmert? Aber ja, natürlich. Das versichere ich Ihnen. Oh, habt ihr das gesehen? Sadie, du warst große Klasse. Du hast für die richtige Stimmung gesorgt. Jetzt werden alle unseren Fonds unterstützen. Der Fonds. Du hast fantastisch gesungen, Sadie.
doch, das hat sie. Was ist los mit dir? Willst du nicht, dass Jupiter Hollow gerettet wird? Es ist gemein von mir, Rose, aber naja, ich finde einfach nicht, dass es sich lohnt, für dieses Leben hier zu kämpfen. Oh. Hey, Sadie, du wirst staunen, ich habe das alles voll im Griff. Ich schnapp mir jetzt diesen kleinen Quieker da vorne, allein für dich. Oh, großartig, Petey. Ja? Trinken wir danach einen Grapefruitsaft zusammen? Nicht mit einem Mann, der sich vorher in Schweinescheiße gewälzt hat. Nein, Sir, kein Interesse. Ach, bin ich vielleicht nicht gut genug für dich? Du musst nicht so tun, als ob du was Besseres wärst. Sie meint das nicht so, Petey. Aber er hat recht, du tust manchmal wirklich so, als ob du was Besseres wärst. Hat hervorragend gemacht. Wir werden gewinnen. Wie kannst du nur behaupten, dass es sich nicht lohnt, für unser Leben zu kämpfen? Sieh dir das an. Man muss diesen Flecken Erde einfach lieben. Oh Gott, Rose, du hast ja wahrscheinlich recht, aber ich weiß, tief in meinem Innern schlummern ungeahnte Fähigkeiten. Ich möchte so vieles erleben. Oh. Ich möchte schicke Kleider tragen. Ich möchte die Welt sehen. Ich will ein Penthouse in der Stadt, ein Dienstmädchen, das hinter mir herräumt. Ich möchte Dinge sagen wie, bitte, der Rest ist für Sie. Oh Gott, manchmal ist das Leben hier so langweilig, dass ich alles dafür geben würde, wenn sich wenigstens ein UFO blicken ließe. Ich würde hier stehen und sagen, kommt und holt mich, kommt und holt mich. Du langweilst dich nur deshalb so, weil du keine richtige Aufgabe hast. Warum hilfst du mir nicht bei diesem Moramex-Typen? Über meine Leiche, ich bin... Was meinst du damit? Die Stadt verlassen. Nach New York City gehen? Das ist eine gefährliche, schmutzige, verrottete Stadt, Sadie. Ich weiß. Oh mein Gott, was soll ich bloß anziehen? Ich muss mir die Haare schneiden lassen. Oh, das ist genau die Aufgabe, nach der ich suche. Ich brauche unbedingt ein paar von diesen künstlichen Fingernägeln. Bleiben die Dinger tatsächlich dran? Es wäre mir sehr peinlich, wenn sie womöglich in einem Tod schicken. Nachtclub von den Nägeln springen. Hey, von wegen Nachtclub, wir haben eine Aufgabe, jetzt reicht nicht zusammen. Wir fahren nach New York City, wir fahren nach New York City. Oh, was erzählst du denn jetzt bloß rum? Weiß ich auch nicht. Jetzt achte mal genau auf den Ball. Baby. Oh. Wenn ich dieses Jahr einen Birdie an der Windmühle schlage, habe ich gute Chancen, die Meisterschaften zu gewinnen. Oh, das ist riesig. Wow, ist das zu fassen. Das ist wirklich fantastisch. Ich habe mir überlegt, wenn dieses Turnier vorbei ist, dann verreisen wir für eine Woche. Ich nehme mich auf den höchsten Gipfel der Blue Ridge Mountains mit. Es wird wahrscheinlich eher das Empire State Building sein. Was? Oh nein, mich bekommst du auf keinen Fall dazu, nach New York zu fahren. Vorhin habe ich schon kurz befürchtet, sie würden dich während des Turniers nach New York schicken. Hey, ohne meinen süßen Glücksbringer wäre ich verloren. Hör zu, Luni, wir sollten da noch etwas... Ich habe eine Überraschung für dich. Ach, das halte ich nicht aus. Was ist das? Das ist ein echter Golfball, nur in Miniaturausgabe. Den habe ich im Automaten gezogen. Wenn ich dieses Turnier gewinne, dann kommt der Ball weg und an seiner Stelle ein richtiger Diamant. Willst du... Heirate mich, Baby. Loon... Er versteht mich einfach nicht. Was ist denn los? Was hast du ihm gesagt? Ich habe ihm gesagt, ich sag ihm noch Bescheid. Aber du hast ihm gesagt, dass du zu dem Turnier nicht kommen kannst. Nein, habe ich nicht. Es ist schon schlimm genug, ihm das Herz zu brechen, ohne ihn auch noch aus seinem Spiel zu bringen. Morgen Bürgermeister. Morgen, Kinder. Na, Marsch und Duke, verschwinde mit deinem Hintern von dem Wagen, du großes altes Baby. Oh, Moment, ich helfe dir. Oh, sieht ja fast so aus, als ob du deinen ganzen Schrank eingepackt hast. Wie lange willst du denn bloß in dieser Stadt bleiben? So lange, wie es nur geht. Was meinst du denn damit, Sadie? Ich meine, ich komme nicht mehr zurück. Bist du wahnsinnig? Weiß Hilda es? Weiß Winona es? Nein, du wirst es ihr noch nicht verraten, sonst stecke ich Rooney, dass du sein Turnier verpasst. Ach, du hast dein Herz in der Größe einer nicht eingeweichten weißen Bohne. Nein, das ist doch genau das Richtige für New York. Mami und Daddy werden so stolz auf euch. Tragt niemals euer ganzes Geld auf einmal mit euch rum. Nicht mit der U-Bahn. Lasst euch nicht von fremden Männern ansprechen. Nein. Und esst keine Muscheln. Nein, Tante Sadie, bringst mir eine Überraschung aus der Stadt mit. Oh, Little Ivan, ich werde dich doch niemals vergessen. Warum stellst du dich denn so an, Sadie? In 2 Tagen sehen wir uns doch schon wieder. Ja, nun kommt schon, wir müssen los. Okay, steig ein. Wiedersehen. Steig endlich ein. Viel Glück. Wiedersehen. Passt auf euch auf. Kommt bald wieder. Du musst schön winken. Yippie! Alle, 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 die Olaudi. Die Olaudi. Die Olaudi. Alle, 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 die Olaudi. Alle, alle. Also als erstes wollte ich Ihnen den neuesten Jahresbericht vorlegen. Das Foto von Ihnen beiden ist großartig. Ach du meine Güte, bin ich denn wirklich so fett? Ich sehe aus wie ein Walfisch. Was hat er benutzt, ein Weitwinkelobjektiv? Nein, bestimmt nicht. Siehst du, ich sehe ganz dünn aus. Ich meine, ich sehe dünn aus. Ich meine, ich habe neben dem Fenster gesessen. Ich weiß, was du meinst. Ich kann einfach nicht verstehen, dass du, meine eigene Schwester, dir alles ins Gesicht stopfen kannst und nichts passiert. Ich ernähre mich von 60 Kalorien am Tag und falls nicht, gehe ich auseinander wie ein Hefeklops. Verschon mich mit dem Zeug. Wir fahren heute Abend nicht nach Hause zurück. Die Aktionärsversammlung steigt im Plaza. Reservieren Sie uns unsere übliche Suite. Ach, übrigens, Rose, Fabio Alberici kommt heute in die Stadt. Sadie, du weißt, ich weiß, dass ich nicht so gut mit Zahlen umgehen kann, aber wenn wir da unten keinen Profit machen konnten, wie kommt er auf die Idee, dass er es schaffen konnte? Das ist sein Problem. Dieses Geschäft ist noch nicht über die Bühne gegangen. Deshalb sollten wir zum Flughafen fahren und ihn dort persönlich empfangen. Er wird denken, wir hätten einen Mordsrespekt vor ihm und genau das brauchen. Typen wie der. Was ist da so komisch? Ach, dieser Spinner hat uns wieder geschrieben. Wen meinen Sie? Von einem gewissen R. Radcliffe aus Jupiter Hollow.
Er lässt sich durch nichts abwimmeln. Er besteht darauf, mit seiner Schwester hierher zu kommen, um einen Riesenalarm zu machen und ein paar eingebildeten New Yorker Fatzkes in den Arsch. Warum haben Sie diesen Wisch nicht schon eher gezeigt? Was ist, wenn er sich wirklich blicken lässt? Mann, das ist genau die Art von negativer Publicity, die ich nicht will. Ein paar Bauerntölpel mit feuchten Augen tragen die Bitte vor ihre Fabrik zu. Der Vorstand ist jetzt schon misstrauisch genug. Misstrauisch? Weswegen? Nichts weiter. Ich habe eine schöne Aufgabe für Sie. Dafür habe ich in Harvard studiert. Wie sollen wir denn diese Radcliffe-Geschwister finden? Wie stellt sie sich das vor? Sollen wir mit dem Pappschild rumrennen? Also, wirklich. Ganz einfach. Diese Radcliffe sind die absoluten Hinterwäldler. Es durfte überhaupt kein Problem sein, sie aufzutreiben. Taxi! Hey, Moment, Taxi! Chuck! Chuck! Wo bist du gewesen? Na, hier, im Taxi. Alan, Sie müssen da vorne rechts raus. Machen Sie Witze? Ich seit dem Tag, an dem Sie geboren wurden, nicht mehr verfahren. Und das sind jetzt genau... Wir wissen, wie lange das her ist, Alan. Fahren Sie. Wo kriegen wir denn unsere Koffer wieder, Rose? Ah, oh, da, siehst du? Da drüben, da muss man schön in Ordnung. Und sieh dir mal meinen Handschuh an. Halt dich an mich, halte ich eine, damit ich nicht bei dir... Das ist schon... Ich geh mir da nicht, Rose! Rose! Gott, danke, Alan. Das wäre es, Mr. Avery. Grazie. Grazie, Signore. Arrivederci. Buona giornata. Na, das ist ja wunderbar. Die Maschine ist früher gelandet. Also, wer sieht wie ein Italiener aus? Scusi, ille. Ach, euch Ausländer kann man doch nicht verstehen. Scusi, Signorina. Sie kennen Signorina? Ich bin nur, dass wir ihn nicht verpasst haben. Bus Nummer 79 zum Roosevelt Parkway, 182 Cuba. Ich bin in New York, ich werde mich auch wie eine New Yorkerin aufführen. Heidi, warte doch mal. Wenn ich den Kerl erwische... Rose und Sadie? Endlich begegnen wir uns persönlich. Kennen wir uns irgendwo hier? Oh, ich bin Fabio Alberici. Graham Schabern hat mir gesagt, ich soll mich nach Ihnen umsehen. Aber das war gar nicht so leicht, Sie zu finden. Ich durfte hier nicht stehen bleiben. Ich musste die ganze Zeit eine Runde nach der anderen drehen. Was denn? Haben Sie sich extra neu in Schale geworfen? Wie sind Sie darauf gekommen? Wir müssen mal kurz reden. Ah, was ist denn hier los? Du weißt doch, dieser Graham Sherburne hat uns immer diese verlogenen Briefe geschrieben. Ich wette, der hat uns diesen Kerl geschickt, um uns einzuseifen. Ja, aber woher sollten die wissen, wann wir ankommen? Machst du Witze? Computerchips, die haben ihre Methoden. Ich glaube, wir müssen schwer aufpassen. Sadie, kommt gar nicht in Frage. Einmal in meinem Leben fühle ich mich wie John Collins und du wirst mich nicht davon abhalten. Glauben Sie mal nicht, dass Sie es immer so leicht mit uns haben. Vielleicht sollten wir später über das Geschäftliche reden, finden Sie nicht? Schön, soll mir recht sein. Also, ich kapiere das einfach nicht. Wir haben doch mit jedem gesprochen, der einen Armani-Anzug trägt. Oh, das muss er sein. Oh, er fährt einfach davon. Was fällt diesem Harlan nur ein? Gott, diese künstlichen Fingernägel, die hätte ich wohl noch fester andrücken sollen. Soll ich die Klimaanlage anstellen? Von mir aus ist es eigentlich nicht notwendig. Ich weiß nicht, ob... Ich hab die Finger davon. Ich wollte nur mal sehen, wie sich das anfühlt. Gott, muss ich immer den Boss spielen? Wirst du wohl still sein? Würde vielleicht mal jemand von Ihnen an das verdammte Telefon gehen? Was möchten Sie lieber auf Ihrem Zimmer, Rosen oder Tulpen? Rosen. Rose? Der meint mich. Danke. Die machen eine Meinungsumfrage. Ich koche. Wie konnte Harlan uns das antun? Nun sieh dir das mal an, damit kommen wir nicht sehr weit. Um Gottes Willen, sag ihm das bloß nicht. Er hat sicher Verständnis dafür. Entschuldigen Sie, wir sind leider etwas knapp mit Geld. Und ich... Was ist das nur für ein perverser Drang, immer ehrlich sein zu wollen? Ich weiß nicht, wir beide werden jetzt ganz lässig. Und so schnell, wie es geht, einfach losrennen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gerannt bin. Oh, Rose, das ist einfach die große Welt. Ah, ist das nicht aufregend? Ach ja, natürlich. Der Krach, der Smog, die Menschenmassen, Straßenräuber, Sexsträuche, Prostituierte, Politiker. Das ist ein Pulverfass. Ich brauche diesen Moloch genauso wie unsere Schweine eine Haarbürste. Ihr Amerikaner, ihr seid so lustig. Oh, danke sehr.
Robin, was machen wir hier? Weiß ich auch nicht, aber lass deinen Koffer nicht aus den Augen. Signorina. Sir? Ja? Wein und Käse. Guten Morgen. Willkommen im Plaza. Hier entlang, bitte. Komm schon, Sadie, hör auf, so zu klotzen. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Hey, können Sie hier bleiben? Machen Sie, dass Sie weiterkommen. Nee. So, da wären wir. Ist er genauso wie im Weißen Haus? Ja, ich möchte wetten, dass die CIA im Keller sitzt. Hören Sie, eins wollen wir erstmal klarstellen. Auf wessen Rechnung gehen die Zimmer? Soviel ich weiß, gehen die Buchungen auf Muramax. Ist alles in Ordnung? Nein, es ist gar nichts in Ordnung, weil... Aber ich denke, wir lassen das so. Wir sollten die Zimmer bei den barmherzigen Schwestern abbestellen. Test 1, 2, 3. Das Waschbecken ist hier im Zimmer. Nein, die Franzosen nennen das ein Bidet. Die Französinnen müssen größer sein als wir. Ich bin's. Sollte da nicht ein Präsentkorb in diesem Zimmer sein? Darf es sonst noch was sein? Das gehört nicht uns. Ach nein? Ach du meine Güte, nein. Aber ich wünschte, es wäre so. Oh. Hm. Oh, was für ein Zimmer. Was meinen Sie damit? Oh. Sie haben unsere Suite schon vergeben. Ich weiß nicht, ob das so ist. Aber der Schlüssel ist nicht hier. Ich möchte sofort den Manager sprechen. Oh, sieh dir das an, Rotwein und Käse aus aller Welt. Oh, hast du das gesehen? Echte Holzbügel. Aber die gehen da nicht raus. Oh. Ich wünsche Ihnen und Moramex ein weiteres erfolgreiches Jahr, Graham. Wer ist Graham? Graham Sherborne. Er ist dieser üble Typ im Nadelstreifenanzug, dem wir die Briefe zu verdanken haben. Den Wagen, das Zimmer und diesen Korb voller Leckereien. Der Kerl versucht offensichtlich, uns zu kaufen. Na schön, aber so leicht sind wir nicht zu beeindrucken. Oh, wir haben entzückende kleine Seifen in Form eines Schwans. Sind die nicht zum Sterben schön? Ich will unser Zimmer und ich will es sofort. Ja, Ma'am, ich kann Ihnen die Suite gleich neben Ihrer geben. Sie sind identisch. Ich lasse sofort Ihr Gepäck aufbringen. Welches Gepäck denn? Hat sich in Luft aufgelöst? Nein, dort ist es. Oh. Mhm. Sieht ganz so aus, als wären wir hier zum letzten Mal abgestiegen. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Ich bin sicher, wir werden uns großartig amüsieren, mein Lieber. Mittagessen. Danke. Das war die Holomate-Fabrik. Die konnten mir auch nicht mehr sagen, als dass sie schon weg sind. Oh, meine Güte, dann sind sie womöglich schon hier. Mann, was machen wir denn jetzt? Rufen wir jedes Hotel in New York an? Ich wünschte bei Gott, ich hätte niemals was von dieser Möbelklitsche oder was immer das sein soll gehört. Hallo, liebe Zuschauer, hier ist Chick Hearn von ESPN mit einem Bericht von der 26. Minigolfmeisterschaft. Es ist ein herrlicher Tag für ein professionelles Einfutten und hier wird dann wirklich ein großartiges Spiel geboten. In der ersten Runde führt Rune Dimick, der jetzt schon wieder mit einem Vorsprung von 2 Schlägen auf dem Weg zum 12er-Loch ist. Er liegt damit 6 unter Par. Jetzt schalten wir rüber zu Loch 12 zu Ian Churchill, der für ESPN hautnah dabei ist. Ian? Mr. Dimick war bei der Wahl seines Schlägers beim Par-3-Test sehr nachdenklich. Die Windmühle, gegen die er wie Don Quixote ankämpft, hat Mr. Dimick immer wieder Sorgen bereitet. Bis zum Äußersten gespannt vor Konzentration stellt er sich in Position, während die Zuschauer ehrfürchtige Schweigen überfällt. Rune! Viel Glück, Rune! Wir drücken dir die Daumen! Hi, Winona! Hey, wo ist Rose? Also, wenn du mich fragst, ich finde ja, sie hätte es dir ruhig selbst sagen sollen. Was denn sagen? Naja, heute Morgen ist sie mit Sadie einfach auf und davon nach New York. Einen Moment, es sieht ganz so aus, als würden wir eine überraschende Wendung bei diesen Meisterschaften erleben. Wenn ich das richtig verstehe, hat Rune nämlich soeben den Platz verlassen. Gütiger ist das hoch. Also, Rose, ich lasse mir jetzt die Beine mit Wachs enthaaren. Willst du mitkommen? Oder willst du dich hier verkriechen und wieder davon träumen, dass du auf einer Wiese mit Kornblumen liegst? Geh schon vor, ich gehe nur schnell in die Bibliothek. Ich muss noch einiges lesen. Sadie, wegen dieser kleinen Möbelfabrik. Rose, wenn du deiner eigenen Schwester nicht trauen kannst, wem willst du dann trauen? Du grübelst zu viel. Oh, Rose.
Carsten, es ist wirklich göttlich hier oben. Ach, mir wird davon ganz schwindelig. Ich knöpfe mir jetzt diesen Mr. Sherburne vor. Den werde ich erstmal in Mehl wälzen und dann in seinem eigenen Fett braten. Willst du mitkommen? Nein, ich mache einen kleinen Spaziergang, falls du damit einverstanden bist. Von mir aus. Aber warte, geh nie ohne einen Rettet Jupiter Hollow Button. Na schön, Rose. Wenn dir daran so viel liegt. Tut mir leid. Ich hoffe, dass Sie jetzt mit allem zufrieden sind. Ach, du meine Güte. Ja, dieses Zimmer ist ein Hammer. Haben Sie mal gesehen, was man von da oben für einen Ausblick hat? Nein. Ich bin nicht weiter raufgekommen als bis zum dritten Stock. Das ist so ein Ding. Da müssen Sie unbedingt mal zu mir kommen und sich das ansehen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Aber nicht, doch es wäre eine Schande, es nicht mit Ihnen zu teilen. Oh, ich kann jetzt kaum erwarten, wie schön es erst bei Nacht sein wird. Naja, bis dann. Wir sehen uns sicher noch. Wie schön. Buongiorno. Wollen wir zusammen einen Drink nehmen? Es ist nun wirklich nicht mein Stil. Jetzt mal unter uns. Sie machen es mir nicht besonders leicht, nicht wahr? Sehen Sie irgendeinen Grund, warum ich das sollte? Ehrlich gesagt, ich gehe davon aus, dass es eine schwierige Verhandlung wird. Hören Sie, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, worüber wir beide verhandeln sollten. Ich gehe doch davon aus, dass wenigstens das klar wäre. Ach, wirklich? Freizeit, Gigolo. Ich wollte eigentlich einen kleinen Spaziergang machen, wenn Sie einverstanden sind. Spaziergang? Das möchte ich sehen. Oh. Hallo. Sagen Sie mir, welches Zimmer Fabio Alberici hat. Ja, er wohnt in Zimmer 1402. Aber falls Sie ihn sprechen wollen, da drüben kommt er gerade. Wie peinlich, der muss ja denken, ich bin verrückt. Ach übrigens, ich muss Ihnen sagen, die Probleme bei unserer Ankunft sind absolut unentschuldbar. Ach, was für niedliche kleine Racker. Hallo. Nein, die Nummer läuft nicht mehr. Mir kann es vollkommen egal sein. Ich bekomme mein Geld, ob Sie nun mitfahren oder nicht. Wenn Sie unbedingt wollen. Was ist eigentlich heute los? Die sind völlig verrückt. Ich hätte mir schon vor Jahren zur Ruhe setzen sollen. Oh, oh, Harlan! 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 Das ist mir auch schon mal passiert. Ja. Buongiorno. Sie haben also Ihre Meinung geändert. Also ich komme mir vollkommen lächerlich vor. Selbstverständlich hätte ich wissen müssen, wer Sie sind. Sie werden bestimmt eine Menge Leute treffen. Das war so ein Durcheinander auf dem Flughafen. Ich weiß immer noch nicht, was eigentlich passiert ist. Ist doch bereits vergessen. Campari Soda, ja? Also, zum Geschäft, ja? Meine Geologen haben jetzt die Pläne für das Bergwerk in Jupiter Hollow fertiggestellt. Aber zuerst müssen Sie mir sagen, hätten Sie irgendwelche Einwände, dass die Abwicklung unserer Transaktionen in Yen getätigt wird? Sollen da vielleicht ein paar Lira gewaschen werden? Naja, die Japaner sind sehr diskret. Na, dann erzählen Sie mal. Über wen wickeln Sie Ihre Auslandsgeschäfte ab? Jack Butler. Jack? Ich habe mit Jack zusammen in Yale studiert. Oh, mit Jack habe ich meine ersten heißen Geschäfte durchgezogen. Nein. Hi, Rose. Wie geht's eigentlich, Duke? Duke? Mein Hund? Mann, wenn ihr das Leben anderer Leute ausschnüffelt, dann entgeht euch wirklich keine Kleinigkeit, was? Tut mir leid. Ich bin hier, weil ich Graham Sherburne sehen will. Ist gut. Er dürfte jetzt in seinem Büro sein. Und wo ist das? Na ja, Rose, da, wo es bisher auch immer war. Sie sind wirklich überaus hilfreich. Hallo, Rose. Hi. Guten Tag, Rose. Oh, hi. Schönen Tag euch allen. Geht mir gut, ich hatte ein tolles Frühstück. Haferschleim. Aber ich nehme an, das wisst ihr schon alles. Ich trage heute mein Dienstagshöschen, aber das dürfte euch auch schon bekannt sein. Wir können nicht länger warten, wir müssen ja, ich weiß, aber was wollen wir denn machen, um Himmels Willen? Wir müssen zu der Verhandlung ins Blase. Ja, stimmt, genau. Ich kann nicht morgen früh Ihren Bericht auf den Schreibtisch haben. Morgen früh, einverstanden. Hi.
Aber was machen Sie denn hier? Wir waren auf dem Weg zum Plaza. Wir wollten zu Ihnen und Sadie. Ist soweit alles in Ordnung? Nein, es ist ganz und gar nicht alles in Ordnung. Wir müssen uns mal ernsthaft unterhalten und das so schnell es geht. Einverstanden. Wo liegt das Problem? Wo das Problem liegt? Wenn Sie mich sehen, bekommen Sie doch schon vor lauter Angst schwere Eier. Hat sie Eier gesagt? Gehen wir in mein Büro und reden dort weiter in aller Ruhe. Sie verlangen von uns eine Garantie, dass nach dem Verkauf bei Holomed alles so weiterläuft wie bisher? Also da sind wir überfordert. Tja, da müsst ihr euch mal was einfallen lassen. Ich habe euch schließlich mehr als einmal gewarnt. Ich mache aus der Aktionärsversammlung eine Riesenparty, das könnt ihr mir glauben. Wovon reden Sie da bloß? Weiß Sadie, was Sie da vorhaben? Sicher. Und ist sie einverstanden? Ist dein Froscharsch wasserdicht? Meinst du, das liegt an irgendwelchen Hormonen? Was soll's? Wir sind vom Haken. Wollen wir noch eine Runde Racquetball spielen und dann irgendwo schick essen gehen? Bitte, bitte. Gönnen wir den Genuss dieser wenigen kostbaren Momente, in denen keine Entscheidung getroffen werden muss. Buenos días. Könnten Sie mir ein Minzschule bringen? Komisches Spiel sein. Ich versuche nur im Training zu bleiben. Du willst nur im Training? Los, komm her. Jetzt zeige ich dir, wie das geht. Was machst du denn da? Ziehen, damit du lass keinen mich Schaden los. Anrichtest. Ganz ruhig, du Zwerg. Ich habe schon Ferkel gefesselt, die glitschiger waren als du. Ich bin kein Ferkel. Mein Junge, du bist ein echter Wirbelwind. Naja, was erwartest du? Oh, jetzt weiß ich, von wem er das hat. Vielleicht liegt es an seiner unmöglichen Mutter. Du musst aber ganz schön dumm sein. Der Junge ist eine Katastrophe. Das meinst du doch nicht im Ernst. Oh doch, allerdings. Tut mir wirklich leid. Aber für gute Erziehung ist es nie zu spät. Wenn ihr beiden mich jetzt entschuldigen würdet. Ich habe leider eine Verabredung. Im Plaza Hotel. Komm zurück! Wo bist du hin? Warte! Ich habe dein Geld! Das ist mein Geld! Das ist für Sadie Shelton. Na so, wie wär's mit dem leckeren Eis? Ich hätte lieber das MP60 Schnellfeuerwassergewehr.
Schmecken mir wie aber ein Eis. Ich hätte gerne meinen Schlüssel. Ich lege meine Dollar in Übersee an, da sind sie steuerfrei. Oh, wie wär's zum Beispiel mit einer Villa in Italien? Aber sind italienische Immobilien im Augenblick nicht etwas Schlaf? Nein. Die stehen aufrecht wie eine Eins. Ach du Schreck. Sieht das nicht vorzüglich aus? Großer Güte. Ich komme gleich darauf zurück. Auf unsere Enthebung von schmutzigen Aufgaben. Eher auf die Radcliffs, wo auch immer sie sein mögen. Was veranstalten Sie beide hier? Feiern an dem Teams Dinner und trinken Dom Pérignon auf meine Kosten. Ich hoffe für Sie, dass Sie diese Radcliffs gefunden haben. Aber ich dachte doch, Sie hätten Ihre Meinung geändert. Was soll denn das heißen? Hören die jetzt auch schon Stimmen, wie Jeanne d'Arc? Aber Rose hat gesagt... Was meine etwas zu sentimentale Schwester Rose auch immer von sich gegeben hat, sie vertritt nicht die Moramax-Linie. Also ich will, dass diese Leute gefunden werden. Noch heute Nacht. Jetzt gleich. Jetzt gleich. Das ist für Sie abgegeben worden, nehme ich an. Danke. Sie haben Ihre Untergebenen wirklich gut im Griff. Ja, nicht wahr? Und welche anderen Talente haben Sie noch? Können Sie vielleicht auch tanzen? Aber bilden Sie sich nicht ein, Sie können damit meine Taktik beeinträchtigen. Ich habe vor, Sie bei diesem Geschäft aufs Kreuz zu legen. Und ich werde Sie aufspießen. Danke. Gut. Was ist mit den barmherzigen Schwestern Hinterwäldler? Wohnen immer da? Da habe ich gerade angerufen. Und? Da hatten Sie reserviert, aber Sie haben abgesagt. Kannst du dir das vorstellen? Die wohnen hier. Kommt denn das her? Das war in diesem Brief hier drin. Bestechungsgeld. Die würden alles tun, damit wir den Mund halten. Aber warum denn? Die müssen irgendeine schlimme Schweinerei vorhaben. Was glaubst du, was die Aktionäre sagen, wenn sie das hier erfahren? Muss das sein? Was meinst du damit? Naja, nur weil wir das Bestechungsgeld annehmen, müssen wir ja noch lange nicht das tun, was sie sagen. Sadie Radcliffe? Ja? Manchmal frage ich mich, ob wir von denselben Eltern abstammen. Meine eigene Schwester, das glaubt man nicht. Man kann sich kaum vorstellen, dass sich die Dinge noch schlimmer entwickeln könnten. Denn dieses Haus hier? Im Plaza. Ach, im Plaza. Wo ist das Plaza? 50. Ecke, 5. Sobald ich wieder in meine Schuhe reinkomme, nehme ich diese Beweisstücke und dann verschwinden sie im Hotelsafe. Ich bin damit einverstanden. Hallo? Rose, hör zu. Hast du irgendwas zu Chuck und Graham gesagt, dass wir Holloway doch nicht verkaufen wollen? Selbstverständlich nicht. Die beiden tun einfach nichts. Gut, dann gehst du jetzt zu ihnen runter und hilfst ihnen dabei, diese Radcliffs zu finden. Sadie, wieso kannst du das nicht tun? Ganz einfach. Fabio entwickelt sich im Augenblick zu einer besonderen Beute. Aber ich habe leider heute Abend schon was vor, Sadie. Ich weiß ganz genau, was du vorhast. Du verkrümelst dich mit einem Backkuchen ins Bett. Also vergiss deine Liebesknochen und tu, was ich dir sage. Ist gut, Sadie. Ich möchte das hier gerne in den Hotelsafe packen. Rose Shelton, bitte. Oh, schon gut, vergessen Sie's. Rose! Ah, ja. Ich habe andauernd dran denken müssen. Damit bringen wir alles in Ordnung. Was soll denn das sein? Mach es doch auf. Na, das ist sehr schlau. Schlau? Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Es kommt von Herzen. Bitte, schon wieder ein Bestechungsversuch. Versteh? Wenn du das hier nicht willst, was willst du dann? Wenn ihr meint, dass ihr mich damit kaufen könnt. Hör zu, Engelchen. Ich will nicht angerührt werden und zu mir sagt auch keiner Engelchen. Und das war's, gemeiner, hinterhältiger, widerlicher Kuhfladen. Ja, komm schon, Kinder. Was ist ein Kuhfladen, Mami? Auf
Offenbar bist du immer noch böse. Ich bin noch nie auf Schlangen reingefallen. Ist es nicht wunderschön, Nilfe da? Ja, wundervoll. Eine Nacht, in der man was erleben muss. Da steht ein Taxi. Entschuldigen Sie mal, ist das hier das Plaza Hotel? Werden Sie glücklich darin. Hey! Wenn Sie da lang genug stehen bleiben, dann sehen Sie sich selbst wieder rauskommen. Was? Ja. Da drin gibt's von jedem zwei Ausgaben. Das war mit der Sahnehaube und dazu noch ein paar von den Schokotrüffeln. Ich weiß auch nicht. Und dann nehme ich noch zwei. Nein, geben Sie mir gleich drei von diesen himmlischen Pfefferminzwaffeln. Überraschung! Ich weiß, ich bin der letzte Mensch, mit dem du hier gerechnet hast. Auch wenn du es nicht glaubst. Aber du bist das Mädchen für mich und ich bin der Kerl für dich. Und wir beide werden heiraten. Da führt kein Weg dran vorbei. Ist das vielleicht so eine Art Witz? Ist das alles, was du dazu sagst? Ich habe gehört, dass du hier bist. Da bin ich ruckzuck in den nächsten Bus gesprungen und du denkst, es ist ein Witz. Ich bitte mal kurz um Entschuldigung. Kannst du dir das vorstellen? Er hat tatsächlich versucht, mich mit einem Diamantring zu bestechen. Oh, jetzt habe ich aber wirklich ein paar Stunden Schlaf verdient. Kommst du auch ins Bett? Es ist doch gerade erst 9 Uhr. Oh Mann, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich dieses alte Ding nochmal anziehe. Hey Sadie, das ist doch immer dein Lieblingskleid gewesen. Ja, stimmt schon. Was hast du denn jetzt noch vor? Erstmal gehe ich auf jeden Fall nach unten. Ich will hier nicht festsitzen wie eine Gewürznelke im Backschinken. Ich will mal ordentlich auf den Putz hauen. Ein Restaurant, eine Diskothek, was zu essen, ein paar kühle Drinks, Wahnsinn. Ich könnte für den Rest meines Lebens hier im Hotel bleiben und wäre dabei so glücklich wie Eulalia die Kuh. Ich dachte, du wolltest mir helfen. Bradley, für einen Mann und seine Schwester aus Jupiter Hollow. Ich sag ihnen doch, die wohnen hier nicht. Dann haben die sich wahrscheinlich unter falschem Namen hier eingetragen. Graham! Wer ist denn Graham? Rose? Hi, ich bin Rune. Ich bin Graham. Das hier ist Chuck. Sehr schön. Seid ihr alle von Morrowmax? Ja, allerdings. Gut, ich bin von Jupiter Hollow. Jupiter Hollow? Ich bin in Jupiter Hollow zur Welt gekommen. Und du bist stolz darauf. Kennen Sie die Radcliffes? Ein Mitglied der Familie steht vor euch, Jungs. Würden Sie uns bitte für eine Minute entschuldigen? Nur Rose. Ich habe diesen Menschen noch nie in meinem Leben gesehen. Er muss mein Bild im Jahresbericht gesehen haben. Er nennt sich auf jeden Fall Rune. Er ist Al Radcliffe. Das ist der Vorarbeiter von Hollowmate. Er hat eine etwas perverse Vorstellung von Humor. Wir sollten ihn auf jeden Fall so lange festhalten, bis Sadie da ist. Das verlangen Sie wirklich von mir? Rune, dürfen wir Sie zum Abendessen einladen? Hört sich an, als wäre das eine gute Idee. Ich könnte jetzt ein Thunfisch-Sandwich vertragen. Hallo, da bin ich. Hallo. Sie arbeiten immer noch? Ich wette, Sie können Ihren Feierabend kaum erwarten, ne? Ich war... Es ist noch zu früh, um ins Bett zu gehen. Ich möchte mich heute Nacht amüsieren. Hätten Sie da vielleicht eine Idee? Möglich. Möglicherweise begegnen wir uns nachher noch. Toll, ich halte auf jeden Fall auch schon nach Ihnen. Bis nachher. Na schön. Sie wollen also keinen Wechsel akzeptieren. Selbst wenn ich Ihnen 1% der Bergwerksprofite zuschanzen würde? Auf gar keinen Fall. Ich bestehe auf vollständige Barzahlung. Dieser Abend darf nicht enden, bevor unsere Verhandlungen nicht abgeschlossen sind. Sagen wir in meinem Zimmer. Ich sehe nur schnell nach, ob Nachrichten für mich da sind. Dann treffen wir uns oben. Ich ziehe mir nur schnell etwas anderes an. Was nicht so alt denn ist. Haben Sie irgendwelche Nachrichten für mich? Eine. Um 10 Uhr habe ich Feierabend. Da würde ich gerne den Ausblick von Ihrem Zimmer genießen. Ah, oh, wirklich? Ich zittere vor Verlangen, das zu erleben. Sir? Ma'am, können Sie nicht ein bisschen mehr Feuer unter dem Fisch machen? Geht das, Schätzchen? Es hörte sich gerade so an, als hätte er nach Hilfe gebrüllt. Clever. Überaus clever. Entschuldigen Sie bitte. Na, was haltet ihr von meiner Rose? Ist eine richtige kleine Prinzessin, was? Nicht, dass ihr auf falsche Gedanken kommt. Ja. Oh mein Gott. Ich weiß, das sieht merkwürdig aus, aber wir haben den Bösewicht gleich hier. Der Kerl ist ein Profi. Falscher Name, total unbefangen, perfekt vorbereitet. Er hat uns sofort erkannt. Bis morgen die Aktionärsversammlung zu Ende ist, lasst ihr diesen Kerl nicht mehr aus den Augen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Was sollen wir denn jetzt anstellen? Ihn mit einem Laserstrahl bewegungsunfähig machen? Ich muss nachdenken. Schluss damit. Hey, tut mir leid. Weißt du, ich weiß, das klingt vielleicht verrückt, dass ich extra aus Jupiter Hollow hier anreise, aber... Rose, ich liebe dich. Ich verstehe nicht, womit habe ich das verdient? Nachdem ich gehört habe, dass du New York bist, hatte ich nur noch den einen Wunsch, dich zu finden. Du wirst in dieser Stadt niemals glücklich sein.
Ich meine schon allein der Verkehr. Ich kann mir vorstellen, wie du diesen Verkehr hast. Und dieses komische Essen, Mann, bei uns zu Hause würden sie das als Köder benutzen. Ich führe hier ein ausgesprochen angenehmes Leben. Ich weiß, du würdest auf jeden Flecken der Erde zurechtkommen. Es ist nur... Rose, ich kenne dich. Ein Mädchen wie du gehört nicht nach New York City. Das sehe ich in deinen Augen, das steht dir im Gesicht geschrieben. Du passt nicht in solche Klamotten. Ich brauche doch nur zu sehen, wie diese Moramax-Geschichte dir fast das Herz bricht. In Wirklichkeit sehnst du dich danach, anders zu leben. Oh, ich habe noch nie gewagt, es jemandem anzuvertrauen. Wie kann das möglich sein? Ganz einfach. Ich kenne dich. Aber das, deswegen musst du doch nicht gleich weinen. Komm her. Hier. Oh. Danke. Scusi, ich dachte, wir treffen uns am Jahr. Sie sind ja in Amerika, hören Sie auf mit dem Kauderwelsch. Ja, aber Sie sind so angezogen, als wollten Sie ausgehen. Wollen Sie doch noch ausgehen? Oder gehen wir lieber gleich rauf? Also ich hatte sowieso vor, wieder nach oben zu gehen. Gut. Wollen wir? Nein, ich schaffe es schon allein. Gehen Sie ruhig schon vor. Selbstverständlich. Ach, übrigens, wieso nehmen Sie nicht dieses interessante Material jetzt gleich mit auf Ihr Zimmer? Das Letzte, was ich heute vorhatte, war lesen. Verstehe. Hi. Na, sowas. Du siehst auf einmal wie ein normaler Mensch aus. Ist ja wirklich eine Überraschung. Ich wollte mit dir reden. Oh, mit mir reden? Worüber denn? Über das, was du vorhin in Bezug auf Jasons Erziehung gesagt hast. Ich war beeindruckt und verwundert. Das erinnerte mich an eine Frau, die ich mal liebte. Was sagst du? Ich finde, wir sollten mal zusammen essen gehen. Wir zwei sollen tatsächlich zusammen essen gehen? Naja, ich meine zusammen mit Jason, wenn du willst. Na schön. Solange er geknebelt und gefesselt ist. Aber vielleicht könnten wir leichter reden, wenn wir beide alleine wären. In Ordnung. Wie wäre es, wenn wir uns hier treffen? Morgen um 2. Ja, von mir aus gern. Wir sehen uns. Zuvorkommende Männer in dieser Stadt. Wünsche noch einen angenehmen Abend. Selbstverständlich. Eigentlich bin ich allergisch gegen Angora, aber davon bin ich jetzt geheilt. Ich liebe es, wenn eine Frau einen ordentlichen Appetit hat. Ist das wahr? Ich fühle mich verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass dieser Mann ein überaus gefährlicher Hochstapler ist. Womöglich ist er das auch nicht. Woher wollen Sie das wissen? Doch. So ein Zufall, dass wir im selben Hotel wohnen. Naja, eigentlich wohne ich hier nicht. Ich bin einfach in den Bus gestiegen und habe dich überall gesucht. Sieh an. Wir haben eine ganze Suite. Wieso wohnt Rune nicht bei uns? Oh nein, das wird ein bisschen eng für euch Jungs. Wir möchten es gern. Ehrlich, dieses Futter hier hat mich überhaupt nicht befriedigt. Ich habe solchen Kohldampf auf was Vernünftiges zu essen, ein Stück Fleisch oder sowas. Da bekomme ich doch direkt wieder Heimweh. Schamlos. Verrückt. Ich bin erst seit einem Tag aus Jupiter Hollow weg. Und trotzdem fehlt es mir schon. Was fehlt Ihnen denn an diesem Nest? Tja, meine Veranda zum Beispiel. Es geht auch nichts über einen Sonnenuntergang auf meiner Veranda, Liebling. Da werden einem die Knochen so schlapp wie die Äste einer Trauerweide. Wenn die Sonne verschwindet, legt sich der Schatten der Berge auf mich wie ein alter Freund, der zu Besuch kommt. Und die Sterne. Der Himmel bei Nacht ist das Einzige, was in Jupiter Hollow überfüllt ist. Jetzt, in diesem Augenblick, wird der Himmel dort voller Sterne sein. Weißt du, Kinder, die auf der Straße spielen. Türen ohne Schlösser. Menschen, die einem direkt in die Augen sehen und dabei lächeln. Ja, die Menschen sind sich so nah wie Körner auf einem Maiskolben. Ganz klar, wenn Mutter Natur durch ihr Fenster sieht, ist Jupiter Hollow der Anblick, der ihr sicher am besten gefällt. Oh. Der Colbico-Vorstand hat der Fusion bereits seine Zustimmung erteilt. Adam, reichst du mir bitte ein Glas Wasser? Und ich muss zugeben... Los, mach ihn die Hölle heiß, Alexis! Es ist toll, der ganze Laden hört ganz allein auf ihr Kommando. Würdest du bitte diesen verdammten Krachenleiter stellen? Ich versuche nachzudenken. Du musst diese Episode doch mindestens 1000 Mal gesehen haben. Ich liebe es einfach, wenn sie alle feiert. Ich bin eine sehr direkte Frau.
Wenn Sie mir Ihre Zustimmung nicht geben sollten, dann bitte denken Sie daran, dass ich die Aktienmehrheit von Denver Carrington halte und Sie auf der Stelle feuern kann. Ich werde einen neuen Vorstand, der der Fusion zustimmt, einsetzen. Was ist das? Ach, das hat mir dieser Typ vom Flughafen gegeben. Werde ich nun für die Übernahme freie Hand haben oder wollen Sie sich weiterhin streuen? Oh mein Gott. Hey, was gibt's denn? Oh mein Gott. Na bitte, ich wusste doch, was. Aber nur eine Minute. Rune. Wie könnte ich schlafen gehen, ohne dir vorher einen guten Nachtkuss zu geben? Gute Nacht, Süße. Noch nie hat jemand so wie du, Süße, zu mir gesagt. Na, das will ich auch hoffen. Oh. Jetzt pass auf. Ich will, dass du das hier behältst. Und, Oh, nein, nein, nein. Mach jetzt nein, bitte keinen Aufstand. Warte einen Moment. Rune, das kann ich nicht. Ich gehe dann jetzt besser, Rose. Träum was Schönes, Süße. Oh, gute Nacht. Mach mir keine Vorwürfe, mach mir keine Vorwürfe. Du solltest auf ihn aufpassen. Aber der ist wie der Blitz in den Aufzug verschwunden. Was hätte ich denn machen sollen? Ihn mit einem Fangschuss niederstrecken? Nun. Finde ich echt stark von euch, Leute, dass ihr mich hier pennen lasst. Hey, das ist klassische Musik, nicht wahr? Ja, so ist es. Ja, das höre ich doch gleich. Kein Gesang, hä? Bellissima, elegantissima. Also, was ist nun mit meinen Plänen? Fabio, du Satan. Ach du meine Güte, er ist kein Radcliffe. Sein Name ist Rune Dinnick. Er reist quer durch Amerika mit $25 ohne Kreditkarte und mit einer Mundharmonika. Hast du dir mal diese Decke angesehen? Sieht eindeutig nach Handarbeit aus. Sie stärkt meine Triebe. Ah, dein Kimono gefällt mir. Hast du den aus Vietnam? Nein, Fire Island. Ah. Na, was ist? Wollen wir nicht alle ein Stückchen nehmen und... Nein, ich finde, es ist langsam Zeit, ins Bettchen zu gehen. Chuck. Oh, gute Nacht, Rune. Ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass ihr Kerl im selben Bett schlaft. Doch. Ach du Schande, dabei habe ich aber gar kein gutes Gefühl. Also wenn ihr wollt, kann einer von euch das Sofa nehmen und ich schlafe in dem Bett. Oh, das ist überaus großzügig von Ihnen, aber wir lassen uns nicht in Versuchung führen. Ah, ihr seid wirklich in Ordnung, Jungs. Sprich bitte nicht so laut. Wir finden diese Rattles wahrscheinlich niemals. Ist das eure einzige Sorge, wie ihr die Rattles findet? Wissen Sie denn, wo die sind? Klar, ich schieb nur noch den Frühstücksfinger hier rein, dann bringe ich euch zu ihnen. Morgen, Rose. Morgen, Shady. Du bist spät da. Ich habe bereits was bestellt. Ah, toll. Grapefruit. Kapierst du, was diese Typen vorhaben? Zuerst bestechen sie uns, damit wir den Mund halten, dann stecken sie uns eine komplette Kopie ihrer Pläne zu. Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre, haben die auch noch den Nerv, $12.50 für diese winzigen Dinger zu berechnen. Rose, ich bitte dich, siehst du nicht, du hast Butter in Form eines Goldfisches und du hast 4 verschiedene Sirups zur Auswahl und ich weiß doch, wie gerne du Sirup mischst. Und guck mal, die haben Maulbeersirup. Ach, Sadie, dieses köstliche Brot. Oh, Rose, sieh dir das an. Alles über meine funkelnagelneue Polyesterjacke. Schnell, lass dir was einfallen, dann geh schon, beeil dich, zieh dich um. Ja, das wird wahrscheinlich das Beste sein, okay? Gott, meine Last ist schwer.
ausgezeichnet, Grapefruit. Wo hast du denn das her? Mailand. Das sieht ja erschütternd aus. Ich muss doch sehr bitten. Du willst mir was erzählen und trägst selber ein Lätzchen um den Hals? Wir müssen die Aktionäre überzeugen und du siehst aus, als wärst du Direktorin in einem Frauengefängnis. Schön, vielleicht ist es eine Spur zu gedeckt, aber gut, in Ordnung. Ich ziehe mich vor der Versammlung noch schnell um. Erzähl mir mehr über deinen Rune. Warum gehst du mir ausgerechnet jetzt wegen Rune auf die Nerven? Du weißt, ich denke nur an die Versammlung. Die Versammlung? Seit wann machst du dir Sorgen um die Versammlung? Was ist denn in dich gefahren? Was ist denn in dich gefahren? Ist doch klar, dass die Aktionäre das tun, was wir wollen. Kann ich den Ladies noch etwas bringen? Ich warne dich, wage es nicht einmal. Spielst du den Boss, hä? Nur die Rechnung, bitte. Na, sagt dir das hier eher zu? Ja, aber wahrscheinlich kostet jeder kleine Punkt auf dem Fetzen $50. Du holst mich einfach hier ab, einverstanden? Guten Morgen. Hallo. Ich muss unbedingt den gepunkteten Fummel da anprobieren, falls Sie ihn in meiner Größe da haben. Sagen wir 34. Tja. 38. Na schön, geben Sie mir 44. Haben Sie zufällig etwas vergessen? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Können Sie mir bitte sagen, ob meine Schwester hier ist? Naja, sie war hier. Ach. Aber sie ist schon weg. Oh. Na schön, dann möchte ich doch eine Winzigkeit bestellen. Darf ich? Entschuldigen Sie bitte. Ach, lassen Sie mich raten. Einmal Nachtisch. Ja. Geht in Ordnung. Madam. Geben Sie das hier. Dem Zimmermädchen. Na, wie findest du das? Sadie? Ich bin so aufgebracht wegen dieses Verkaufes von Holomet, dass ich nicht weiß, was ich denken soll. Warum machst du dir deshalb Sorgen? Wir marschieren da rein und misten den Stall aus. Oh, wir wollen den Stall ausmisten? Und wie? Na komm schon, wir rücken ab. Oh, ich wusste ja, dass ich auf dich zählen kann. Oh. Bitte. Der Rest ist für Sie. Wie ich die Mädchen kenne, dürfen die jetzt gerade beim Frühstück sitzen. Mädchen, sagen Sie? Wir hätten natürlich nach zwei Frauen suchen müssen. Wir sind ja vielleicht dämlich. Rose, ich muss dringend mal. Wo ist denn hier das Klo? Wir sollten uns lieber beeilen, die Versammlung. Und man sagt nicht Klo, sondern Tü-Tü. Oh, ist der süß. Tja, da drin sind sie nicht. Ich muss mal aufs Tü-Tü. Was redest du so geschraubt? Ich muss auch mal aufs Klo. Wartet mal eine Sekunde. Da hinten gehen sie. Moment mal, ist das hier drin? Was machen wir hier? Ich meine, das ist lächerlich. Wir stehen hier wie die Dummen vor der Damentoilette. Noch 6 Sekunden, dann haben wir sie. Du wirst dich doch wohl noch 6 Sekunden lang beherrschen können. Viele Filme gesehen.
Geh zurück, mach ja, dass du wegkommst. Halt, wir müssen uns das ist doch eine Erklärung für alles. Das ist verdammt das Allerdümmste, was ich je gehört nicht habe. Nicht du Hinterwäldlerin. Das können nur UFOs sein, das sind doch sie. Wahrscheinlich unsere Verwandte. Wie kann denn sowas gehen? Hör dir diesen Blödsinn an, die sind verrückt. Das müssen wir uns nicht bieten lassen. Ich glaube, das ist schon mal wieder. Ich übernehme das mal. Jeder kommt mal an die Reihe. Wir fangen mit mir. Wieso ausgerechnet mit dir? Mein Gott, die sieht aus wie ich mit einer billigen Frisur. Billige Frisur? Ich habe $12 dafür bezahlt. Ich werde hiermit den Arsch versohlen. Mir gefällt das, ich denke, wenn wir alle... Hör auf damit! Na schön. Wer seid ihr und unter welchem Stein seid ihr hervorgekrochen? Rosie, 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 meine Schwester Rosie. Wir müssen herausfinden, wer wer ist. Ich glaube doch sehr, dass ich immer noch ich bin. Könnte es nicht sein, dass ich sie bin? Ich weiß jedenfalls genau, dass ich nicht ich bin. Oh, verdammt. Ich muss einfach ich sein. Oh, Rosie, warte auf mich. Das ist der größte Augenblick meines Lebens. Wie viele? 6 Brüder. Und 4 Schwestern. Sadie, 10. Mit dir zusammen 11. Das ist allerdings wahr. Ich kann es einfach nicht glauben. Guten Morgen. Oh, warte mal, ich weiß, wer es war. Das war diese tapfrige alte Schwester Louis, die war so blöd wie eine Eule am Tag. Die hat immer nur Stühle gewickelt. Ein ganzes Leben lang habe ich mich fehl am Platz gefühlt. Das würde ich einfach nicht dazugehören. Und genau so ist es auch gewesen. Ich hasse meine Arbeit. Ich hasse es, Geld auszugeben. Und ich hasse New York im Juni. Und was ist mit dir? Ich hasse Grütze. Und ich hasse Männer, die nach Bier und Bohnenbrei stinken. Oh. Und ich hasse es, im Wohnwagen Liebe zu machen wie Karnickel. Bin ich jetzt reich? Wir sind alle reich. Ach, wen interessiert denn das schon? Wir haben eine Versammlung, das ist wichtig. Wir stehen alle auf derselben Seite, wir sind Schwestern. Dann hauen wir rein. Hauen wir rein? Natürlich. Oh. Die Versammlung hat bereits angefangen, aber wir können nicht alle zusammen da reingehen. Das würde viel zu großes Aufsehen erregen und das wollen wir doch nicht. Also, Rose, du zeigst ihnen die Stadt und ich sorge dafür, dass der Verkauf storniert wird. Und dann treffen wir uns alle im Elaine zum Mittagessen. Ah, Elaine! Ah. Wer ist Elaine? Woher sollen wir wissen, dass du den Verkauf auch wirklich rückgängig machst? Oh, nicht doch. Natürlich mache ich das. Bist du sicher, dass du, während wir uns die Freiheitsstatue ansehen, nicht zustimmen wirst, dass diese Italiener ein Bergwerk in Jupiter Hollow betreiben können? Ein Bergwerk? Ja. Du hast mir was vorgemacht. Würde ich ein Bergwerk in meinen Geburtsort stellen? Aha. Oh nein, das tust du nicht. Du bist die Einzige, die in die Grube einfährt, wenn du durch diese Tür da gehst. Wen interessiert schon so ein stinkendes Nest? Was hast du da gesagt? Ich hoffe, ein hübsches Apartment am East River. Wie oh, kannst Rose, du es machen? Wie hilft mir mit dieser fürchterlichen vulgären Frau? Rose, ich wage es ja. Deine Hilfe! Ich muss es einfach tun. Ich hab dich. Wie kannst du so etwas deiner eigenen Schwester antun? Sadie, du musst mir helfen. Ich teile alles mit dir. Steh mir bei und ich zeig dir ein Leben, das sich dir der Kopf dreht. Ich werde dir den prominentesten Menschen der Welt vorstellen. Joan Collins? Ja. Nein, Sadie, ich weiß, dass du oberflächlich bist, aber du bist nicht herzlos. Du wirst nicht mithelfen, Jupiter Hollow kaputt zu machen. Du bist keine von denen. Du bist ich. Siehst du, wir haben beide den gleichen Geschmack, was Kleider angeht. Ja, und woher hast du überhaupt das Geld, um dir so ein Kleid zu kaufen? Und da brauche ich gar nicht erst zu fragen. Reiß dich zusammen, Sadie. Wer braucht diese dummen alten Bauerntrampel schon? Oh. Ich schon. Oh! Halt doch mal! Tief in deinem Innersten bist du ein Radcliffe. Ich wusste es. Treib's nicht zu weit. Los, beeil dich. Hol mal den Stuhl. Sicherheitsteam! Hauskinder! Ich bleibe besser hier bei Sadie. Oh Mann, ich kann es kaum erwarten, diesen Aktionär mal so richtig den Marsch zu blasen. Wartet, das könnt ihr nicht. Wieso nicht? Weil dir niemand glauben wird, Sadie ist immer diejenige gewesen, die das Sagen hatte. Niemals auf euch einfallen, die werden euch verhaften, das schwöre ich euch. Oder lacht mir eins. Durch die Liquidation der Holloway-Fabrik verdoppelt sich. Oh, immer langsam mit den jungen Pferden. Bill, Tom, Tom. Morgen. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Entschuldigen Sie, dass ich zu spät komme. Na schön. Kommen wir doch gleich zum Geschäft, nicht wahr? Hollowmade. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass der Verkauf von Hollowmade an Fabio, wie hieß der Typ doch noch, unseren Interessen nicht dienlich wäre. Miss Shelton, wir hatten die Aktionäre gerade so weit festgenagelt, dass sie der Liquidation zustimmen wollen. Rose, bringst du mir bitte ein Glas Wasser? Sicherlich. Ich bin eine sehr direkte Frau. Wenn Sie mir Ihre Zustimmung nicht geben sollten, dann bitte denken Sie daran, dass ich die Aktienmehrheit von Denver Carrington über Moramex halte und Sie alle auf der Stelle feuern kann. Und ich ersetze Sie durch einen Vorstand, der unsere Politik stützt. Uns wurde gesagt, dass der Verkauf große Profite einbringt. Und aus diesem Grund machen wir solche Geschäfte doch. Was zur Hölle ist hier eigentlich los, oder? Was Sie gemeint, was Sie versucht, Ihnen zu sagen... Ich versuche nur zu sagen... Meine Herrschaft, ich habe Ihnen etwas mitzuteilen. Dieses Geschäft ist ein Schwindel. Mr. Alberici ist wild entschlossen, die Fabrik dicht zu machen und ein Bergwerk in Jupiter Hollow zu erstellen. Sie fragen sich wahrscheinlich, wie es kommen kann, dass mir dieses armselige kleine Kuhl auf seinem Herzen liegt. Ja, das ist ganz einfach.
Weil wir damit unser Image endgültig aufs Spiel setzen. Wie wir alle wissen, hat Monomex im Augenblick das Image eines rosa Bullterriers. Ja, sehen Sie, jeder hasst uns. Und jetzt sind wir dabei, 500 hart arbeitenden, anständigen Amerikanern ihre Arbeit wegzunehmen. Das lassen Sie nicht so ohne weiteres gefallen? Nein, ganz bestimmt nicht. Die können jeden Moment hier reinplatzen. Auf ihren Mähmaschinen. Und auf ihren Traktoren. Die Arbeiter werden Morromex erobern. Mit ihren Frauen und Kindern, Hunden, Schweinen. Ist ja schon gut. Fahren Sie fort. Hören Sie, meine Damen und Herren, wir bitten Sie herzlichst, in jedem Fall Nein zu diesem Geschäft zu sagen. Nicht bloß, weil 500 Arbeitsplätze erhalten werden. Und nicht bloß, um 10.000 Hektar des wunderbarsten Landes zu retten, das Gott der Erde geschenkt hat. Und ganz bestimmt nicht deshalb, weil es das einzig Richtige wäre. Nein, wir bitten Sie aus Gründen des Firmenprofits darum. Wir sprechen Ihr Verantwortungsbewusstsein als Geschäftsleute an. Ja, nur um eure Kohle zu retten. Also, wie viele von Ihnen sind jetzt dafür, Jupiter Hollow zu retten? Fantastisch! Du hast so Rede gemacht, du hast die Frau genagelt! Sadie? Oh mein Gott! Ich richtig? Es ist ein. Er ist hier! Zwei Sadies! Siehst du, ich bin's! Madonna, so eine Überraschung habe ich überhaupt noch nicht erlebt, mi amore. Aber was jetzt? Wie wär's mit einem schönen langen Weekend auf meiner Yacht? Ja, könnten wir das nicht als so eine Art Probebohrung sehen? Ich meine, absolut keine Kontrolle. Er ist über den Kopf gewachsen, verstehst du? Er hat einfach gemacht, was er wollte. Und das nur deshalb, weil... Taxi! Ich mach das. Rose, du kannst mich nicht vergessen haben. Der Ring, die Schimpfwörter. Oh ja, ja, natürlich. Ich habe darauf gewartet, dass das kommt. Du hast ein ganz schönes Mundwerk. Oh, ich fühle mich großartig. Ich habe heute Jupiter Hollow gerettet. Ich bin ja so glücklich. Taxi! Wir nehmen lieber eine von denen da. Hier auf meiner Veranda. Mit einem Schaukelstuhl? Okay, los geht's. Oh, Rose. Und diese Veranda willst du mit mir teilen? Sicher. Oh, du bist süß. Woo. Taxi! Zimmer. Bitte.